Hallo, schön, dass Sie sich diesen Beitrag anschauen. Wenn er Ihnen gefällt, mehr davon und täglich auf cashkurs.com. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. 9.600 Punkte überschritten, 9.660 aktuell und die nächste Marke nach oben, 9.800. Die Rallye am gestrigen Tag weiter fortgesetzt und im Moment wieder grüne Lampen für die Aktienmärkte, zumindest von der Charttechnik oder Dynamik her. 9.800, 10.000, 10.250 sind auf den ersten Blick die Ziele. Nach unten die Unterstützungen liegen zwischen 9.480, 9.250, soweit sind jetzt Rücksätze im Aufwärtstrend vollkommen okay. Erst unter 9.175 dreht das Ganze wieder auf den Bärenmarkt. Japan, da allerdings sieht es anders aus. Hier geht es um 1,5% nach unten und das ist auch keine neue Entwicklung. Da geht es jetzt schon seit einigen Tagen zur Sache. Der Yen wird wieder stärker, also da kann durchaus in den nächsten Tagen Druck auf die Aktienmärkte kommen. Haben wir heute Morgen noch nicht an der deutschen Börse, aber wir beobachten ja dieses Thema mit dem Yen immer wieder mal enger über die Carry Trades. Also das durchaus hier ein Störfeuer, dass diese große Begeisterung für den Aufwärtstrend bremsen könnte. Im Augenblick ist das noch nicht der Fall. Deutschland hat gemeldet das Bruttoinlandsprodukt für 2013 mit plus 0,4% und darüber freut man sich, das wäre doch besser als man erwartet hätte. Das ist nicht ganz richtig, es kommt darauf an, wann man das erwartet hat. Denn wenn man mal ein Jahr zurückschaut, wie da die Prognosen der Bundesregierung, der Wirtschaftsexperten, der Wirtschaftsweisen war, da hat man für das Jahr 2013 ein Wachstum von 1,6 bis 1,9% erwartet. Jetzt sind es am Ende 0,4% und man sagt, hey, klasse, mehr als erwartet. Also Gott sei Dank vergisst ja das Internet und auch meine Dokumentationen wenig und ein Blick dann, was dann wirklich gesagt wurde und was man wirklich erwartet hatte, ist dann oftmals ganz interessant. Für 2012 übrigens hatten wir ein Wachstum von 0,7% und die Erwartungen jetzt für 2014 liegen bei wieder mal plus 1,8%. Mal sehen, wie dann tatsächlich das Ergebnis im Januar 2015 vermeldet wird. Da werden wir sicherlich eine Revision dieser 1,8% bekommen. Nach oben oder unten, lassen wir uns überraschen. Frankreich, Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal plus 0,8% gegenüber dem Vorjahr, im dritten Quartal plus 0,3%. Italien die andere Richtung, da hat man minus 0,8% gesehen und gegenüber dem Vorjahr und das entsprach auch den Erwartungen. Bleiben wir gleich in Italien, dort gibt es wieder mal Huddel bei der Regierung. Letta tritt zurück, Renzi wird vermutlich sein Nachfolger, wieder eine Regierungsneubildung, ausnahmsweise mal diesmal ohne Neuwahl, das ist schon eine Überraschung in Italien, also wie schreibt das Handelsblatt so schön, nach dem Rücktritt ist vor dem Rücktritt oder so ähnlich, also deshalb, es wird in Italien munter weitergehen und die Hoffnung, dass es jetzt mit Renzi besser geht, nun gut, auch die stirbt wieder mal zuletzt. PepsiCo, kommen wir zum Unternehmen, PepsiCola für das Quartal Umsatz und Gewinn über den Vorjahr, aber unter den Erwartungen und deshalb leichten Abschlag bei minus 2%, nicht weiter die Rede wert. Bei Cisco schwache Umsätze hier und da geht es schon seit einigen Tagen nach unten, minus 2,5%, eigentlich in den letzten Jahren eine absolute Bank, Cisco mit einer starken Bilanz und starken Ergebnissen und einem starken Geschäftsmodell, aber im Rahmen der NSA-Geschichten kommen die zunehmend unter Druck. Das gleiche gilt für IBM. Die spüren das jetzt, dass die Welt sich abwendet und keine Spionagesoftware oder Spionagehardware sich selbst einbauen will oder sich selbst einkaufen möchte. Und das unterstellt man den amerikanischen Unternehmen nun natürlich sicherlich an einen oder anderen Stellen nicht zu Unrecht. Und diese Sorge macht jetzt natürlich Druck auf die Umsätze. Also das sollten die amerikanischen Unternehmen doch mal überlegen, wie ihre Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten funktioniert und welchen Schaden wirtschaftlicher Art das für sie bedeutet, ob es das dann am Ende wirklich wert ist. Also auch hier kann der Markt durchaus eine bereinigende Funktion auch in diesem Bereich haben. Wenn der Schmerz groß genug ist, dann wird der Aufschrei schon folgen. Und auf der anderen Seite dürften davon natürlich auch europäische Unternehmen von einer solchen Entwicklung durchaus profitieren. Noch dazu, da die Bundesregierung auch jetzt wieder darüber nachdenkt, ein Vetorecht und über einen Schutz der deutschen Unternehmen vor Übernahmen, gerade wenn es um Serverbereiche geht, wenn es um Telekommunikationseinrichtungen geht, dass hier nicht ein ausländisches Unternehmen
diese Telekommunikationsfirmen übernehmen kann und damit Zugriff auf die Daten hätte. Also hier will man jetzt sich ein schärferes Vetorecht einräumen lassen. Das hatte man um 2008 schon mal, diese Diskussion, allerdings wohl noch nicht in der Schärfe, wie man sich das jetzt vorstellt, wie man das umsetzen möchte. Aber warten wir ab, was da am Ende bei rauskommt. Conti und BASF inzwischen auf All-Time-High. Starke Unternehmen gehören eigentlich ins Depot, aber zu den hohen Kursen will ich sie auch nicht kaufen. Irgendwann gibt es sie schon wieder billiger und so lange schaue ich denen halt weiter zu. Ich meine, BASF haben wir ja sowieso im Depot, aber da kann man gerne was zukaufen. Aber zu günstigeren Kursen sind starke Unternehmen, muss man auf dem hohen Niveau nicht kaufen. Google hat seine Steuerlast erhöht. Die zahlen jetzt endlich mehr Steuern. Mittlerweile 8,6% statt bisher 5,3%. Das liegt wohl auch daran, dass man in den Schwellenländern, wo die Umsätze bisher auch immer wieder gewachsen sind, in China etc., die Steuern nicht ganz so leicht verschieben kann, wie das in westlichen Ländern ist. Hier sind die Gesetze freundlicher für die Unternehmen. Hier kann Google beispielsweise eine Firma in Irland gründen und die Unternehmen in anderen europäischen Staaten haben dann hohe Lizenzgebühren für irgendwelche Patente oder sonstige Rechte an diese irische Firma zu bezahlen. Die machen nichts anderes, als nur dieses Patent zu verwalten oder diese Rechte zu verwalten. Und dafür muss Google einen Großteil seiner Einnahmen und Gewinne abführen an diese böse Mutter in Irland oder diese böse Tochter in Irland, die diese Rechte hält. Und damit auch dort die Steuerlast nicht zu hoch ist, muss die dann wieder Lizenzgebühren und Ähnliches an einen auf den Bahamas bezahlen. Und da sammelt sich das ganze Geld dann steuerfrei an und man kann auch von da aus dann wieder investieren und so weiter und so weiter. Ja, das kann der Handwerker hier vor Ort eben nicht. Der hat eben seine Abgabenlast, der hat eben seine Steuerlast. Das kleine oder mittelständische Unternehmen hier vor Ort hat auch keine Möglichkeit und vielleicht hat es auch nicht den Anstand, auf die Bahamas und sonstige Länder auszuweichen, sondern zahlt seine Steuern hier. Dann kommen die auch eben auch nicht auf so einen grünen Zweig. Weil wenn man Steuern zahlen muss, bleibt weniger übrig zum Investieren, bleibt weniger übrig zum Konsumieren. Aber das ist natürlich dann auch mit ein Grund, warum solche Unternehmen mit solchen Geschäftsmodellen so schnell so groß werden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man alle Kniffe ausnutzt und damit auch die Ethik hinten vorlässt. Und da spielt eben nicht jedes Unternehmen mit. Das ist einerseits natürlich zum Schaden des Unternehmens, aber zum Vorteil für die Gesellschaft und umgekehrt. Zalando, die möchten denken über einen Börsengang nach, so heißt es an der Börse, die wollen noch im Laufe des Jahres an die Börse gehen, ob das so kommt, auch hier abwarten, das sind noch viele Gerüchte. Der Umsatz, also ob man diese Aktien auch haben muss, ist ein ganz anderes Thema. Zalando hat bis heute kein Geld verdient, der Umsatz bei 1,8 Milliarden, so heißt es zumindest. Die Rücksendequote soll bei 50% liegen, vom Umsatz gerechnet, hinter vorgehaltener Hand hört man, es wären sogar 70% Rücksendequote, wenn man über die Paketzahlen geht, ob das stimmt, sei dahingestellt. Das Unternehmen selbst sagt, wir sehen keinen Druck, schnell in die schwarzen Zahlen zu kommen und ich weiß nicht, ob ich an einem Unternehmen beteiligt sein möchte, das gar keinen Druck empfindet, Geld zu verdienen, sondern sich mit Geldverbrennerei wohlfühlt, weil man sagt, noch, wir bauen den Markt mal auf und das ist, wenn sie eine Kneipe aufmachen, verschenken ihr Bier, wer reinkommt, kriegt sein Bier umsonst oder zu günstigeren Preisen, als sie es einkaufen, Hauptsache es kommen viele, um ihr Bier zu kaufen. Ob das langfristig ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, sei dahingestellt. iRobot plus 7% gestern, das war eines der Unternehmen, das wir in den letzten Tagen bei Cashkurs Trends zugekauft haben, ähnlich wie SMA, da kommen wir gleich noch zu, iRobot geht jetzt deutlich nach oben, charttechnischer Ausbruch und wenn man sich diese Gerätschaften anschaut, wir hatten es gestern im Webinar ausführlicher, die haben durchaus Charme und die setzen sich momentan sehr, sehr stark in den Haushalten durch, immer stärker, immer mehr und die Produkte funktionieren, sind intelligent aufgebaut, auch nicht zu teuer, also da scheint sich was zu tun. Wir hatten ja vor einigen Monaten schon über diese Haushaltsrobotik gesprochen, die immer stärker kommt und jetzt ziehen auch die entsprechenden Aktien an, also im Augenblick durchaus interessant bei allen Risiken, die bei solchen jungen Unternehmen natürlich mit dabei sind. SMA Solar, die wesentlich bekannt sind für Wechselrichter, Hochqualitätswechselrichter, 7% im Plus, auch die hatten wir vor zwei Tagen gekauft. E.ON macht hier zusammen mit SMA einen Hochleistungsspeicher. Man möchte dort diese Speicher für erneuerbare Energien aufbauen, praktisch große Batterien in einem Zusammenschluss mehrerer Materialien und damit den ersten 5 Megawatt Batteriespeicher erbauen und SMA ist da mit dabei und die kriegen momentan so ein bisschen die Kurve. Die hatten 2011, 2012 schwieriges Jahr, jetzt laufen die wieder in den Gewinn hinein und diese Turnaround-Story wird da gerade gespielt, kann durchaus für die nächsten Monate durchaus noch spannendes Thema werden.
Gold, das ist das Thema aktuell. Gold über 1300, 1310 inzwischen. Jetzt ist die Charttechnik frei nach oben. Jetzt ist für Gold wirklich alles auf grün geschaltet. Das heißt immer keine Garantie. Denken Sie dran. Jetzt heißt nur, die Wahrscheinlichkeiten sind jetzt wesentlich höher als zu anderen Zeiten, dass es mit Gold weiter nach oben geht. Also das ist nie eine Garantie. Es gibt immer die Unwägbarkeiten an der Börse. Aber aus der charttechnischen Sicht, aus der fundamentalen Sicht, auch der Positionierungen der Spekulanten, der Großen wie Kleinen, ist momentan für Gold alles auf grün geschaltet. Entsprechend Schub kann jetzt hier auch relativ zügig reinkommen. Die Charttechnik spricht jetzt von Kurszielen von 1700 US-Dollar in den nächsten Monaten. Bei Silber ebenfalls jetzt bei 20,8, auch dort jetzt die Widerstände genommen. Auch hier könnte es jetzt deutlichen Schub geben. Also für die Edelmetallfreunde jetzt gute Aussichten. Wer noch nicht gekauft hat, die physische Ware, die man immer haben sollte, der sollte sich jetzt eher beeilen. Und natürlich ganz spannend nochmal dieses Thema für die Goldaktien, die Goldminenaktien. Cashkurs Gold, hier haben wir ja diesen Börsendienst, der sich damit beschäftigt. Da ging es jetzt in den letzten Tagen deutlich nach oben, auch mit den Aktien. Jeden Tag 3, 4, 5% plus in den Aktien. Und das ist, sie haben so, sind so ausgebombt über die letzten 2,5 Jahre des einbrechenden Goldkurses, dass jetzt hier große Aufholbewegungen durchaus nicht unrealistisch sind bei diesen Aktien. Deshalb also sich dieses Thema durchaus für spekulative Investoren mal anschauen, kann nicht schaden. Also da ist jetzt sicherlich, wer bisher sich mit den Themen nicht auseinandergesetzt hat, jetzt eine gute Zeit, diese ausgebombten Dinge sich anzuschauen. Man soll ja dann einsteigen, wenn der Markt Tränen in den Augen hat. Und bei den Goldminenaktien, da hatte der Markt wirklich in den letzten Jahren aber bitterste Tränen in den Augen. Und die scheinen sich jetzt gerade rauszuwischen. Also nicht erst wieder dieses Thema einsteigen, wenn es auf der Bildzeitung, auf der Titelseite steht, sondern dann, wenn dieser Trend dreht, und das ist mit den sich entwickelnden Edelmetallpreisen gerade der Fall. Also jetzt, wer noch nicht zum Thema Edelmetalle sich informiert hat, sollte jetzt in dieses Thema durchaus mal ein Auge reinwerfen. Nochmal, ganz klar, es gibt keine Garantie, dass das jetzt nach oben geht, dass das jetzt wirklich große Kursgewinne bringt. Aber die Chancen sind augenblicklich wesentlich besser als die Risiken, und vor allem sind die Chancen im Moment wesentlich besser als noch vor einem halben Jahr oder vor 3 Monaten. Deshalb jetzt so ein guter Zeitpunkt, sich dieses Thema mal anzuschauen. Lassen sich von mir dazu nichts aufschwätzen und nicht zu irgendwas überreden, von was Sie nicht überzeugt sind. Aber im Augenblick ist das ein Thema, das man sich durchaus mal anschauen kann. Kommentar zu Friedrich und der Affäre in der Regierung über diese Entwicklung. Da enthalte ich mich momentan vollkommen, bis da Fakten auf den Tisch liegen. Da ist mir zu viel Diskussion und Halbwissen im Augenblick unterwegs. Und deshalb, da warten wir doch mal mit dem Kommentar ab, bis wir alle Fakten beieinander haben. Im Laufe des Tages noch einiges an Zahlen. 11 Uhr kommt das Bruttoinlandsprodukt der gesamteuropäischen Union, Handelsbilanz ebenfalls für Europäische Union. 14.30 Uhr geht es in Amerika wieder los, da werden Im- und Exportpreise gemeldet. 15.15 Uhr die Industrieproduktion und die Kapazitätsauslastung, und dann kurz vor 4 noch Uni Michigan, der Verbrauchervertrauensindex. Soweit zu den Wirtschaftszahlen des heutigen Tages. Es ist eine spannende Börse ohnehin die letzten Tage, und jetzt mit erfreulichen Aufwärtsbewegungen. Hoffentlich bleiben wir uns eine Weile erhalten. Ich wünsche Ihnen erfolgreichen Handelstag. Machen Sie es gut und bis nächste Woche.